Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Ja, ich habe unseren gecrashten Spielstand wieder dort, wo ich ihn haben wollte. Das heißt, Joel ist jetzt auch auf Stufe 3. Hat natürlich ein paar Tage gekostet, weil mehr als 5 Quests hat er am Tag nicht. Und wenn ich eine Mission abgeschlossen habe, hat er sie auch erst am nächsten Tag wieder die 9. Ja, ansonsten bin ich hier schon mal tätig geworden und habe... Sieht man es draußen? Ich weiß es nicht genau. Also ich habe die 4 elektrischen Rolltore hier platziert mit Bewegungsmelder. Diesen hier drin natürlich sehr weit unten platziert von der, ich zeige es euch von der Kamera her, damit ich da nicht ständig, wenn ich hier hin und her laufe, die Tore auslöse. Da die mich dann natürlich nicht erreichen, wenn ich im Fahrzeug sitze, habe ich die hier auf 10 Sekunden Verzögerung eingestellt. Und die außen einfach nur auf 5. Damit sie mir nicht direkt wieder auf den Deckel fallen. So, dann würde ich gerne mit euch einmal die Ankommenkisten von den ja nun immerhin 14 Missionen, die ich zwischen den Folgen gemacht habe, um den alten Spielstand wiederherzustellen. Da kann ich euch jetzt schon sagen, wir gehen in alle 3 Ankommenkisten. Dann nehmen wir uns erstmal die Geschichten raus, die wir entweder noch nicht gelesen haben, uns verbessern. Da ist nichts. So, dann nehmen wir die Packages hier mal raus. Mehr sehe ich hier gerade nicht. Da haben wir Magazine, die wir noch lesen können. Da sind Pakete. Und irgendwo, das muss dann ja hier sein. Genau, haben wir 6er Stahlstiefel im Loot gehabt. Das hatte ich in der letzten Folge auch vergessen zu erwähnen. Auch diese... Jetzt muss ich selber nochmal gucken, wie sie heißt. Dieses M60 Maschinengewehr hatten wir auf 5. Da hatte ich eine 6er im Loot. Das heißt, wenn wir jetzt noch die Stahlstiefel, klar, einmal reparieren, das ist logisch. Dann die auch einmal gewechselt. Einmal tragen. So, und dann fehlt uns jetzt nur noch die Desert Vulture. Obwohl, die hatten wir auch vorm Crash nur auf 5. Und die Stahlhandschuhe. Ansonsten wären wir mit dem Thema durch. Ja, dann gehen wir mal ganz kurz. Wir haben einmal Sprengstoffe. 58 von 100. Dauert also noch einen Moment. Raufbold, also Schlagringe 54. Und hier nochmal Vorschlaghämmer. Da fehlt uns jetzt nur noch ein Buch. Das werden wir wahrscheinlich hier finden. Ich öffne die Kollegen jetzt mal einmal. Da haben wir... Ja. Ne, das war Schlagringe, Blödsinn. Bitte, 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 bitte. So, dann die Rüstungspakete, die bringen auch nochmal Bücher. Aber alles Bücher, die wir schon kennen. Hier auch direkt einmal die Mod rein, verkauft sich besser. So, dann machen wir die Kollegen hier alle nochmal einmal auf. Das kann direkt rein. Schalldämpfer-Mod weiß ich nicht. Würde ich nochmal wegpacken. Ja, ansonsten, klar, Händlerkisten. Was haben wir hier? AK-47 in 4. Gehen wir weg. Dann gehen wir kurz an die Mods-Kiste. Schalldämpfer habe ich 2, kann also weg. Den Scope haben wir auch 1, kann auch weg. Einziehbare Schaftmod weiß ich nicht, verwenden wir den. Packen wir ihn hier mal rein, den Nagelmod brauche ich nicht, das kann also weg. Die fallen hier unten mit rein.
weg. Ein paar Minen und ein bisschen Muni. So, ja, dann kann ich jetzt in aller Ruhe den restlichen Loot hier verräumen. Ich gucke noch mal einmal ganz kurz, ob ich noch nichts übersehen habe. Sieht aber jetzt nicht zwingend danach aus. Ja, ich habe auch nichts gescrapped. Wegen Eisen einschmelzen ist dann ein bisschen einfacher. Das Einzige, was hier jetzt in diesem Loot fehlt, sind Dinge, die ich ohne Rezept essen konnte. Also Hühnersuppe, Miossuppe etc. So, Alter, ist das kackendunkel hier. Dann will ich jetzt aber auch gar nicht weiter rumeiern. Ich möchte jetzt bei Joel die erste Dreierquest abholen, mit euch machen. Ja, und dann war mein Verdrahten von den Toren ist schon aufgefallen. Also wir brauchen eine ganze Menge Zwischenschaltung. Ich weiß nicht, ich hatte in Erinnerung, dass die Kabellänge 10 Blocks nicht überschreiten darf. Habe ich natürlich mir selber die Aufgabe gelegt, dass ich die einzelnen Verschaltungen nicht sehen will. Dann komme ich natürlich auf Entfernung auch nicht ran. Aber gut. Wir schauen mal. So, Kollege Joel. Achso, was noch fehlt ist, Händlerroute 2 abgeschlossen, hat er mich hier zu diesem Trader Joel geschickt. Das heißt, dieses Stückchen ist auch neu aufgedeckt. Ja, und ansonsten gab es halt eine ganze Menge Quests und vor allen Dingen vergrabene Vorräte. Das war alles in dieser Gegend. Das ist hier auch eine ganze Menge aufgedeckt. So, dann schauen wir mal, wie Dreier uns hier so bringen kann. Er hat 218, 335, so 218 Südwest beseitige Zombies. Ja, fangen wir doch damit mal an. Taylor Manor. Ja, ich danke dir. Das wird er bestimmt machen. Das ist ja gar nicht so weit. Das ist irgendwie überhaupt nicht weit. Oh, sorry. Das ist ich erinnere mich. Alles klar. Gut. Dreier-Quest. Wir nehmen mal ganz selbstbewusst unseren Knüppel in die Hand. Und dann heißt es, das Gebiet säubern. Dann wollen wir das doch mal tun. Da oben ist eine Fackel. Okay. Ah ja. Müssen wir runter oder müssen wir... Ich glaube, wir hätten hochgemusst, aber... Wegen dem Kronleuchter. Ja, ich habe jetzt kurz überlegt. Gehe ich nochmal wieder raus oder... Ist doch völlig egal. Hi, du spuckst nicht. Ja gut, da werden wir wahrscheinlich die Hälfte übersehen, aber gehen wir anschließend nochmal raus. Ich glaube, im Keller ist Finale. Wo bist du denn? Da bist du ja. Alles klar, merken wir uns. Hier ist auch der Loot-Teufel begraben. Na,
spring doch erstmal zu Ende, bevor du ausholst. Blöd, Mann. Links, rechts. Wasserkasse aus. Ja. Okay, wir haben Parcours. Genau, guck mal, nimm alle bei Papa. Wir sind nämlich schon beim Endloot hier. Ne, den habe ich nicht getroffen. Ja, getroffen, ja, aber nicht. Nicht final. Ja gut, aber dann haben wir hier schon mal, haben wir da schon mal Pause. Dann würde ich sagen, gehen wir aber eben einmal den regulären Weg. Nein. Das führt uns dann auch hier zu den restlichen Zombies. Was ja nicht so ganz unnormal darauf zu hecheln. Och ne, jetzt kommt hier noch eine Wanderrolle. Auch die Muni eigentlich für die Mission hier. Aber was das? Sie da hinten kann uns mal. Also hier zurück. Und dann diesmal bitte die Leiter hoch. Nicht wieder da runterfallen. So, hallihallo, hallöle. Zweifel, dass hier niemand ist da oben, aber wir werden es sehen. Hatte ich irgendwas von Selbstbewusstsein und Knüppel gesagt? Das ist ja verschlossen. Bleib liegen. Gut. So viel war es jetzt also gar nicht. Oh, naja. Schuhe, ganz wichtig. Genau, hier waren wir schon mal. Dann tackeln wir hier noch einmal durch. Schnappen uns das, was wichtig und gut aussieht. Na ja, komm, ab zum Hauptloot. Sechster Stahlaxt. Eine Fünfer Desert Vulture. Naja, hätte ja klappen können. So, und wo war hier jetzt der Nebeneingang, der uns nach draußen führt? So, hier auch irgendwo rumgammeln, ne? Da. Hallihallo, hallöle. Genau, das führt sogar ganz nach draußen. Inventar, ziemlich voll. Ein Buch war doch dabei, das genau da einmal exklusives. Na gut. Drohne. Genau, bleibt mal eben hinter mir stehen. Nehmen wir mal ein bisschen das Ganze essen. Ein bisschen von dem Kram hier ab. Dann können wir den hier nämlich noch einmal mitmachen. Ja.
Ja, gut. Das brauchen wir nicht. Ja gut, an sich, was das angeht. Das Lager inzwischen schon so voll. Wo sind wir jetzt? Folge 196. Ich bin durstig. Da habe ich jetzt auch umgeswitcht hier auf Mineralwasser. Bringt ja 60 Ausdauerwiederherstellung, Durchfall heilen, gut, uninteressant. Effektive Verdauung für 6 Minuten. Zack. Gut, der war auch nicht schlecht. Ja, das passt jetzt natürlich nicht mehr rein, ne? Ist das witzig oder ist das witzig? Die Feder ist mir ja egal, aber... Esse! Naja, sei es drum. Alter, das Auto nehmen wir noch mit. Der Autowagen nehmen wir noch mit. So, dann noch schnell Questtausch. Dann, ja, schnell ist relativ. So, mein Freund. How goes it? Bestens. Gratitude, friend. Tipp. Wir nehmen das Stahl. Den Stahl und die Pakete nochmal. Dann nehme ich uns noch eine neue Aufgabe an. 337 Meter Süd. It's Grand Forks Estate. Okay. So, mach mal auf. Kennen wir alle schon. Den kannst du auch zerlegen. Haben wir. Beziehungsweise brauchen wir nicht. Schaffen wir den Airdrop noch in dieser Folge? Am Eingang zum Wasteland. Das ist nicht allzu weit. Ja, wir fahren da jetzt nochmal mal hin. Die Rückfahrt kann ich auch ja alleine bewerkstelligen. Reparaturkits brauche ich ohne Ende für das Auto hier. So, zeige ich an. Zwei Jacketten sehen. Entschuldigung. Zwei Jacketten sehen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also, ich stehe am Pickup. So, warum hat das zwei... Achso, weil ich diese komische Mod da drin habe. Das machen wir noch ganz kurz. Da haben wir zweimal Vorschlaghämmer.
einen, den wir nicht mehr gebraucht hätten, verkauft. Dann sind wir damit auch durch. 100 Betonwürfel. Okay, das egalisiert den Kollegen hier. Gut, dann würde ich aber sagen, für diese Folge kommen wir zum Ende. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Bis dahin.